Das Set ist bereit, die Models noch nicht ganz. Wir müssen noch ein bisschen, aus uns herauskommen. Wir sind ja eher so schlichte Typen, die uns so gerne straight was machen. Ja. Deswegen ist es eine Herausforderung für uns diese Woche. Aber die Sophie kann uns ja mit in ihren Band ziehen. Leute, ich und mein Einhörner, wir geben euch mal richtig Motivation. Be fierce, be extra. Come on, Heidi. Okay. I was like, is it me coming? We look like little twinsies. Oh, yeah. Hello, beautiful. Mwah. How do you love my model? Coming out of the shade. She's doing good. She's doing pretty good. Yeah? Yeah, it's so beautiful. Where are they? Girls! Hi! Hi! Oh, ihr seht aber auch echt süß aus. Ja, oder? Ja. Mega. Gefällt euch das Styling für heute? Ja. Ja? Mega. Es ist so süß. Es ist echt cool. So, ihr wisst, was es bedeutet, wenn ihr zu dritt fotografiert. Wer sticht raus? Eine wird immer im Fokus sein, dann drehen wir das ein kleines bisschen, dann ist die nächste dran. Das heißt aber nicht, die zwei, die nicht im Fokus sind, die hinten sind, bitte nicht einschlafen. Ne? Denn es soll ja ein wunderschönes Bild entstehen. Marc Baptiste ist euer Fotograf, der steht schon in den Startlöchern. Dann würde ich sagen, rauf mit euch. Ja, yay. Los geht's. Viel Spaß. Dankeschön. Danke. Meine Challenge ist, viel, aber bloß nicht zu viel. Und wenn ich mir persönlich denke, das ist ein bisschen zu wenig, dann ist gut. Jedes Model muss in einer Dreiergruppe performen. Das macht es noch schwieriger. Seid ihr alle angeschnallt? Ich, ja, doch, denke. Can I? Yeah, just, oh yeah, yeah, yeah. So, and the straps are crossed like that, so you yeah, want but it. They're is really it, like, in the middle? Es sitzt im Schritt nicht so ganz. Ich muss es jetzt noch mal kurz richten. Ja, der Gurt, der sitzt wie so ein Klettergurt. Also alle, die schon mal klettern waren, der sitzt eigentlich hier so im Schritt und am Po und an der Hüfte. Und da wird man halt direkt da an den unangenehmen Stellen schön hochgezogen. Und dann ist so, scheiße. I think it's all right. I think it's better like this. All right. You girls okay? We're gonna go back up? Es fühlt sich cool an, das ist interessant. Oh mein Gott, wie hoch! Geil! Leute! Heute haben wir eine kleine Fantasiewelt aufgebaut. Und ja, sie hängen an diesem riesengroßen Mobile dran. Also sie können sich austoben, sie können Spaß haben. Klar können sie auch mal cool gucken oder auch mal sexy gucken. Aber heute kann man schon richtig viel lachen. Oh Junge, nur bei GNTM macht man so geile Experiences, ey. Mega. Ladies, are we ready? Yes! Okay. Anita! Es kann ruhig mal ulkig aussehen, aber ich muss einfach aus mir herauskommen. Anita, come back straight, come back straight. I like that lean. When I'm with you. Gorgeous, perfect. Very nice, very nice, more energy, more energy. Anita ist gerade im Fokus und sie macht unheimlich viel. Also sie bietet sehr, sehr viel an. Come on. Wow, look at you. Very cool. Nice. What do you think? Do you think you have one? What? Ach, ich hab doch das hier. Mark, do you have one of Anita? I thought that this looked all very, very good. What do you think? They're all doing very good. Perfect, perfect. Yeah, Anita ist durch. Jetzt kommt Inka. Inka, let's go. Inka jobbt übrigens daheim in Mainz beim Kinderturnen. Wie fühlt es sich an da oben? Gut, aber anstrengend. Oh, I have to turn. That's it. Take your time. Es
ist natürlich anstrengend, weil so ein Mobile bewegt sich natürlich die ganze Zeit. Ne? Also du kannst ja nicht so in einer Pose verharren. Du musst immer und immer wieder was Neues machen, weil es wackelt und es bewegt sich. Und umso mehr natürlich die zwei im Hintergrund sich bewegen, umso mehr wackelt dieses ganze Ding. Okay, now work it out. Ah ja, das sieht süß aus. Ja, das sieht süß aus. Give me a lightning bolt. Very cool, very cool, very cool. All right, Sophie. Yes, you're a lightning bolt, baby. Yes, gorgeous. You guys are doing great. Am besten overacten, ich glaube, das liegt auf der Hand, kann natürlich die Sophie. Das ist ihr natürliches Business. Yeah! Woo! Der Punkt ist ja, dass man herausstechen möchte. Und das ist für mich vielleicht so ein kleiner Ansporn, dass ich, selbst wenn ich nicht vorne bin, Sophie ausstechen möchte. Beautiful. Uh-huh. Couple more, we got it. Couple more, we got it. Dieses Gefühl, da oben zu hängen und zu fliegen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, Barbie Fairytopia. Das war so nice, ich wollte schon immer mal fliegen. Und ich habe mich halt echt gefühlt wie so eine Elfe, die da schwebt. Sophie, can you sit on top of it? Sit? Or sit on it, yeah. Yes, all right. Sophie, es ist auch schön, wenn du mit an deinem Pfeil bleibst. Ja, weil sonst schwebst du zu sehr in der Luft. Beautiful. So much fun. Love that, love that, love, love, love that. Mega! Das sieht geil aus! Woo! Ihr wart eine sehr, sehr gute Truppe! Great job! Great job! Thank you! Thank you! Thank you! I think they did a good job up yeah, there, they did a great right? Job. I mean, I wouldn't be able to do that. I mean, no one seemed scared up there. They're not scared. No. Leute, yeah. Fühlt ihr euch gut ausgepowert? Ja. Ne? Das bringt ja schon ins Schwitzen. Richtig cool. Aber mega. Spaß. Natürlich wäre ich gerne herausgestochen und hätte ich das Lob für mich selbst gehabt. Aber ja, so ist es. Wir haben alle einen guten Job gemacht. Bravo, Ladies. That was awesome. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, aber war auch sehr schmerzhaft. Alter, Leute, wir sind so geil. Wir sind so geil. Meine Muschi ist zwar gestorben, ich bin unfruchtbar wahrscheinlich. Wir waren echt mega. Keine, die geschwächelt hat. Nur Lob, Leute. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie es die anderen Gruppen machen. Bitte versprichst es mir. Keine Tipps geben. Wir sagen einfach, was passiert. Leute, es geht um unser eigenes Leben. Es ist unnötig, jedes Mal reinzugehen und denen Tipps zu geben. Ja. Und wie war's? Wir waren voll die starke Gruppe. Wir machen es den anderen, glaube ich, ein bisschen schwer, weil mit unserer Performance haben wir die Messlatte hochgelegt. Ja, wir hoffen doch, dass wir so viel gemacht haben, dass die anderen es schwer haben werden, uns zu überbieten. Ja.